Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschala und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Heute wollen wir uns nämlich den Great Vault angucken. Ich war nämlich letzte Woche wieder halbwegs fleißig und habe diesmal zwar im Raid jetzt nicht so viel gemacht und im Plus, ich glaube eine Inning haben wir gemacht, aber dafür haben wir sehr viel Arena gespielt und haben alle drei PvP-Belohnungen freigeschalten. Heißt Minimum ein bisschen über 6000 Ehre im gewerteten PvP. Er spielt. Ich habe mir ja auch die Spinne geholt, also da, jetzt sind wir schon an dem nächsten Sattel dran. Dementsprechend, ja, hoffentlich haben wir irgendwelche guten PvP-Teile drin. Ich sollte hier aber nicht wild, nehmen wir mal Wächter. Vielleicht haben wir ja auch im M-Plus ein gutes Tank-Trinket drin. Gut, ich würde sagen, schauen wir mal rein. Okay, hier ist ein Stab drin. Versa Tempo. Dann haben wir einen Umhang. Mastery Crit. Wait, warum gibt es denn einen Umhang ohne Versa im PvP? Das wundert mich jetzt gerade. Dann haben wir Schuhe. Versa Tempo. Und ein Trinket haben wir drin. Also das Trinket brauche ich nicht. Hier das Item brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Das habe ich nämlich schon als Transmog. Den Umhang könnte ich zwecks Transmog nehmen. Den Stab könnte ich theoretisch auch nehmen, aber ich habe halt einen. Ich habe halt schon eigentlich einen genauso guten Stab. Der bringt mir eigentlich so gut wie gar nichts. Schade. Ich hätte gern mal das Trinket gehabt. Ne? Ich habe so 26er Stab mit Versa Mastery. Hier ist halt Versa Tempo drauf. Also vielleicht für einen Guardian wäre es ein Ticken besser, aber für Arena, wo ich jetzt hauptsächlich noch Gear brauche, ist er tatsächlich schlechter, weil ich brauche halt da eher Mastery als Tempo neben Versa. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Umhang für Transmog. Der ist halt leider auch für PvP komplett sinnlos, ne? Weil er keinen, warum auch keinen Versa drauf hat. Aber nehmen wir den mal. Haben wir nochmal einen Key bekommen, die andere Seite. Ich glaube, den werde ich nicht laufen. Und naja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen erwartet, dass wir ein bisschen eine bessere Auswahl im PvP-Bereich zumindest haben. Das eine Trinket ist halt total useless und die Schuhe hatte ich leider schon. Jetzt muss ich mal gucken. Für Set war das jetzt aber kein Item, oder? Jetzt schauen wir mal. Season. Der Umhang ist, glaube ich, hier. Ne, das ist ein anderer Umhang, der hier dabei ist. Es fehlen mir jetzt noch 4 Teile für Set. Wie gesagt, ich habe mir einiges an Punkten zusammengespart. 8000 Eroberungspunkte haben wir mittlerweile. Heißt, das Set dürften wir auf jeden Fall kriegen. Aber wie gesagt, ich will ja dann noch ein bisschen versuchen, die Waffen auch noch zu kaufen und die sind halt ein bisschen teurer. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Opening schon wieder. Diesmal auch nur ein Charm mit Main, mit den Twinks war ich tatsächlich jetzt nicht unterwegs. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Woche. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.